So, wie versprochen, hallo, geht's genau an dieser Stelle weiter. Ich habe nichts ohne euch getan. Ach, hier wohnt Justice. Das da drüben ist sein Büro. Er ist nicht zu Hause. Er ist auch gerade draußen rumgelaufen, ne? Miguel. Der Pastor. Man könnte meinen, er ist das Hirn hinter den ganzen Sachen, die geschehen. Er kommt aus Mighty. Okay. Kann ich ein Pferd haben? Tumbleweed Standard. Zweiter Monat, Montag. Logan still at large. Aha. Memories Festival. Oh, cool. Kann Werbung schalten. Oder die Zeitung abonnieren. Oha. Bei ihm kann ich alles Mögliche kaufen. Und verkaufen. Oh ja. Avio. Wir einfach in jedes Haus gehen können. Fast jedes. Geht's runter. Sandrox. Das Rathaus. Mal gucken. Matilda. Matilda ist ein schöner Name. Aha. Church of the Light. Ja, nichts ist unmöglich. Ein Geschenk. Und hier ist auch ein... Ein Rucksack. Hat eine Ausstellung, ne? Aber damals war auf Sandrock alles grün. Oh, warte mal. Was ist das? Ach, ein Shop. Ja, da einfach gar nichts. Ich habe einen Weizensamen gefunden. Okay. Dann gehen wir erstmal wieder weiter gucken und weiter um. Wir konnten ja hier eigentlich auch hochgehen. Hier rechts. Schon echt schön. Hier ist jemand. Katori. Katori. Okay, wir arbeiten viel zusammen in der Zukunft. Oh, sie gibt mir Geld. Okay, wir können da nicht rein. Hallo, Unsur.
Es gibt eine Gang rund um Logan. Die sind ein bisschen böse. Wir sollen vorsichtig sein. Erstmal mit der Polizei gutstellen, ja? Vielen Dank. Ich kann auch mit dir kämpfen. Was ist das denn hier Cooles? Das müssen wir bestimmt reparieren. Damit wir dort drüber kommen, oder? Weil das sieht doch aus wie so ein... Ob da hier dann immer was hin und her fährt. Wisst ihr, was ich meine? Stimmt. Ich kann heute irgendwie nicht so richtig Deutsch. Ich weiß immer nicht, wie ich mich ausdrücken soll. Wir sind jetzt hier. Das hier für ein Haus. Kann leider nicht weiter nach oben gucken. Die Kamera lässt sich nicht weiter hochdrehen. Ach, hier wohnt Mathilda. Wir gehen einfach mal rein. Mathilda haben wir ja gerade schon kennengelernt im Rathaus. Aber hier ist nichts. Oh, was sehe ich denn da? Ein Kupferbarren bekommen. Okay, die Häuser, es sieht schon alles ähnlich aus. Leider gibt es nichts zu holen. Ich kann nichts klauen oder ähnliches. Miguel kennen wir schon. Hunderttausend Geld. Wenn wir ihn sehen, zur Polizei gehen und er daraufhin gefasst wird. Wir sollen uns nicht mit ihm anlegen. Schön. Ich kann immer noch nicht weiter hochgucken. Ich würde mir, naja... Es ist, wie es ist. Ihn hatten wir noch nicht. Ah, das ist der... Ach, stimmt, am Bahnhof haben wir ihn gesehen. Stimmt. Oh, ich kann Bus fahren. Nee, warte, das will ich gar nicht. Muss man nämlich bestimmt bezahlen. Und so viel Geld habe ich noch nicht. Hey, Pen. Du siehst ja aus. Er gehört auch zur Kirche des Lichts und er wurde von dem Licht hierher geführt. Der Gute. Es wird dunkel, ne? Guck mal, gut, dass wir uns hier umgucken. Amira haben wir noch gar nicht kennengelernt. Wir gehen einfach mal an ihr Zuhause. Okay.
Hier gibt's so Töpfersachen. Ist der Friseur? Oder was hat er mit Haaren zu tun? Hallo Jan, es ist abends und... Oh, er hat mehrere Etagen. Das Haus würde ich auch nehmen. Das ist ja richtig schön. Wird nur noch eine Ecke, wo mein Computer hin kann. Ah, das kriegen wir schon raus. Umgestellt. Ja, das ist ein Friseur aus dem Barbershop. Gut, jetzt gehen wir langsam. Richtung Jan. Wer ist das dort hinten? Hallo? Auch jemand von der Kirche des Lichts. Weil sich der Wasserstand 1 cm bewegt, sollte man das unsere Mutter wissen lassen. Okay. So, hier ist zu. Hi, Vivi. Oh, sie hat uns, gibt uns einen Schal. Schön. Ja, bei ihr kriegen wir Klamotten. Die quasi auch Rüstungen sind. Ab jetzt in den Saloon. Gucken wir uns tatsächlich die Folge nur einfach... Das alles hier an. Ich tue gar nichts in der Story. Aber das ist so schön hier. Oh, hier gibt's Essen. Ihn haben wir auch noch gar nicht kennengelernt, ne? Cool, danke. Ich weiß nicht, warum jemand deine Omelettes mag. Aber ich mag die Kiste. Ist hier Essen drin? Omelette. Okay. Wir können ihn wecken. Sollen wir ihn wecken? Ich wecke ihn. Hier schon steht Wake Up. Cool, da kann sich wieder hinlegen. Guten Tag. Entschuldigung. Hi, Sandy. Du bist ja hübsch. Okay.
Ich glaube, wir sollten jetzt zu Jan. Obwohl, hier ist noch jemand, den kennen wir noch nicht. Hugo. Okay. Er ist für uns zuständig, wenn es um Verbesserung unserer Werkzeuge und Maschinen und alles Mögliche geht. Okay. Oh, wir fallen um 3 ins Bett. Ich glaube, wir müssen bald schlafen gehen. Bin aber noch nicht fertig mit gucken. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal schlafen. In der Hoffnung, dass die Demo dann nicht vorbei ist. Aber ich verabschiede mich quasi aus dieser Folge. Gehe ins Bett und hoffentlich sehen wir uns nochmal wieder. Wir waren noch nie in unserem Haus. Fällt mir gerade auf. Okay, ist nicht so spannend. Also, ich gehe ins Bett und wir sehen uns nächste Folge. Ja. Bis dahin, macht's gut. Bye, bye.